Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Derail Valley. Ja, ich bin mal ein bisschen durch die Gegend gefahren und habe ein bisschen Geld verdient. Und wir haben jetzt endlich die Lizenz für diese Schönheit. Habe ich erstmal ein Debi-Skin raufklatscht. Und ich habe mir gleich mal einen schweren Zug ausgesucht. Und zwar ist es der hier. Wir haben 1032 Tonnen, müssen wir zum Stahlwerk bringen. Wir sind jetzt hier bei der östlichen Eisenerzmine. Und weil ich nicht weiß, wie viel eine von denen schafft, haben wir das hier gleich in Doppelpack. Und es wird die erste Fahrt sein, was ich mit der mache, wo hinten was dran ist. Weil ich bin mit der Lok, also ich war eigentlich im Hafen unten und habe mich dann hierher bringen lassen. Das war ziemlich teuer. Ich glaube 13.000 waren es. Und ja, hier kriegen wir halt wieder 40.000. Wo sind wir auf der Karte? Wir sind rechts oben. Und müssen jetzt irgendwie runterkommen. Also ich würde mal vorschlagen, nachdem wir hier zum Stahlwerk müssen. Wir fahren dann hier so runter, machen dann hier diese tolle Schleife. Wir könnten auch theoretisch den Weg hier fahren, aber das ist voll der Umweg. Fahren dann hier so da runter und da dürfte es dann kein Problem mehr sein. Aber die Strecke da könnte spannend werden. So, wir starten mal diese Biester hier. Einmal nach hier hinten. Elektrik, Anlasser ein. Und... Na? So. Handbremse ist weg. Spezielle eben ist, wir haben Dieselhydraulik hier. Hier bitte auch mal starten. Ah, das habe ich schon. Da bist du an. Ach, das war schon an. So. Ah, nicht Gas geben. Wieso beschwerst du dich? Hier, Handbremse. Okay, da war die Handbremse noch drin. Okay, Lichter vorne hätte ich gern. Ein. So. Widerstand können wir auch mal anmachen. Und, ja, wobei. Machen wir es mal an, damit wir sehen. Okay. Check Lichter. Sieht gut aus. Handbremsen habe ich hier gelöst und ganz hinten, damit ihr es auch nur seht, just in case, habe ich da mal so eine schöne Laterne hinpflanzt. So, das heißt, wenn der letzte Wagen diese Laterne nicht hat, dann haben wir ein Problem. Bremsen. Schaut gut aus. Ja, dann, wo ist hier die Pfeife? Abfahrt. Achso. Vielleicht den Richtungswender reinlegen, das wäre nur hilfreich. Ja, da bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt. Die Karte. Aber ich würde ich gern hier hinlegen. Dass wir vorne jetzt da vorne. Ja, eigentlich muss ich bis zu der ersten. Erst bei der dritten Kreuzung was machen. Und da fahren wir dann nach rechts. Ja, läuft. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal von draußen an. Kann ich auch gleich mal für Foto nutzen. Oh, nice. Okay, also die ziehen das ganz schön gut weg. Vielleicht jetzt auch mit einer gereicht. Aber da geht es jetzt gleich 1,1 nach oben. Dann wieder damit umgehen. Öltemperatur geht schon mal nach oben. Aus. Jetzt blendet. Ja,
Wie konnte ich nochmal runter? Ach so. Einmal Sitzposition. Nee, sag bitte. Ihr seid zu zweit jetzt hier im Schwächeln. Nee. Ich meine, zu zweit ist schon teuer. Ich meine, klar, wir kriegen 40.000, aber... Oh, was? Du gehst wieder retour? Hast du nicht... Oh, was? Ist da eine automatische Kühlung mit drin? Oh, Leutwerk. Okay, cool. Das heißt, ich kann ein bisschen mehr Schmackes geben? Ja, wie geil. Okay, krass. Ihr zieht die 1000 Tonnen einfach mal hoch. Okay, so. Oh, Gangwechsel oder wie? Ah, nee. Warte mal, das Ding, glaube ich, hat ja zwei so Getriebe, glaube ich, drin. Das muss, glaube ich, einmal umschalten. Irgendwas war da. 60. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass ich so viel Zugkraft habe. Okay, nochmal umschalten. Okay, das ist mal fast ein bisschen zu viel. Ja, krass. 60 und abwärts. Da wählen wir gerade mal die dynamische Bremse aus. Oh, oh, da steigt die Temperatur aber schnell. Oh, das ist vielleicht ein bisschen too much. Ah, wir müssen bremsen. Interesting. Okay, da dürfen wir 70 fahren. Moment, ist das schon die Kreuzung, wo ich was machen muss? Ja, wir müssen nach rechts. Weiß ich. Was ist da nach rechts? Ich kann es nicht sehen. 50 oder 60? Ich hab 60. Jo. Sind innerhalb. Oh scheiße, 50. Mehr bremsen. Ah, vielleicht noch mehr bremsen. Ja, also von der dynamischen Bremse bin ich jetzt nicht so überzeugt. Also vor allem, dass die gerade so schnell heiß wird. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt irgendwas falsch mache in der Bedienung, ja? Das wäre bei mir jetzt nichts Neues. Oh, 60. Also trotzdem bremsen bitte. Also auf Dauer bergab fahren ist irgendwie genauso schlimm wie bergauf fahren. Einfach, dass die Bremsen ein bisschen warm werden können. Oh geil, 80. Sollen wir das machen? Ja, ja, ich lasse es mal kurz mit den Bremsen. Oh, das sieht aber auch nicht schön aus mit der Textur da. Sehr geil. Oh, warte mal, ich glaube, das ist eh die Schleife, die wir hier fahren. 70. Das war zu viel.
Bremsen. Ja, ich weiß. Okay, die Route hat es ein bisschen in sich. Oh fuck, mehr Bremsen. Bremsen. Okay, also das Bremsen überhitzen, das ist ein Thema. Ach du Scheiße. Okay. Also wenn ich dann mal spontan schneller werde, dann weiß ich warum. Wenn ich hinten die Bremsen verloren habe. Weil ich frage mich, was wäre, wenn man von einer der Wagen hinten die Handbremse anzieht? Mega schön. Okay, wo sind wir? Karte? Ach shit. Wo ist denn die Weltkarte hin? Lol. Kommst du wieder? Hallo? Dankeschön. Weltkarte bitte da platzieren. Okay, das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Also die Weltkarte da platzieren ist irgendwie eine blöde Idee. Dann behalte ich es halt mal so. Bei der nächsten Kreuzung links. Das war schon Stahlberg, ne? Ja. Lieber nicht zu schnell. Okay, wir sind komplett gelöst, ja passt. 60 und langsamer werdend. Und nochmal so minimal bremsen. So, ich glaube, wir machen mal den Scheibenwischer an. For the time being. Gehen wir mal raus hier. Ah, echt schön. Warte doch. Kamera. Warum ist das jetzt schräg? Sehr schräg. Es muss so. Kamera, geh wieder raus. Ich muss hier wieder fahren. Hier ist 40 angesagt. Wo sind wir? Karte. Also passt, die nächste ist es. Da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir in die andere Richtung da fahren zur Militärbasis. Möchtest du ein bisschen mehr bremsen? Ich glaube, wir helfen mit. Ja, spannend noch mit der zu fahren. Kann sein, dass vor allem die hohe Geschwindigkeit bei der dynamischen einfach brutal viel Hitze erzeugt. Wir werden langsamer. Okay, wir brauchen Schmackes. Da
eigentlich die ganze Zeit geht es hier bergab. Ach, da geht es wieder bergab. Das war nur so ein kurzes Stück. 60. Ja, okay. Bleiben wir da so rüber. Da sind auch die Bäume wieder sehr nah dran. Ach, 40. Kann ich mal gerade wieder sparen, mir Gas geben. Kann die dynamische gerade wieder arbeiten. Oh, oh, wir werden ein bisschen sehr schnell. Bitte, ich will nicht entgleisen. Sehr grenzwertig. Oh scheiße, in welche Richtung musste ich? Links. Und gerät. Komm, ich muss links. Oh fuck, 30. Komm, geh noch ein bisschen runter. Jo, der ist ein bisschen eng hier. Aber wir haben es geschafft. Einmal wieder lösen. Sehe ich da die... Okay, da leuchtet noch nichts rot. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ey, bist du auf Anschlag? Okay, wir sind Anschlag mit der dynamischen Bremse. Ja, das ist wirklich ein bisschen geschwindigkeitsabhängig. Wenn ich jetzt voll drin bin und die Hitze nicht gerade... Also es geht nach oben, aber recht langsam. Wir werden schneller wieder. Ich würde eigentlich gerne mal aussteigen. Mal kurz unseren Zug kontrollieren. So wie ich mich kenne, endet es wieder in einer Katastrophe, dass ich jetzt das mache. So, bitte habt das rote Lämpchen dran. Jo. Jetzt muss ich das noch wieder zur Lok schaffen. Komm, 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 komm. Dankeschön. Jetzt so eine Digitalanzeige hier drin, wo mir mein, also die Streckengeschwindigkeit hier anzeigt und was nächste ist. Wir sind jetzt über 40. Ja, eine schöne Gegend hier. Darf ich hier 40 und schneller? Ich weiß es nicht. Karte, wo bin ich? Okay, das nächste dann rechts und geradeaus. Okay, ja, also mit der, glaube ich, werden wir auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal fahren. Mit noch einem längeren Zug und schwerer. Und dann machen wir mal eine Strecke, wo es bergauf geht. Einfach zu schauen, wo so die Grenzen liegen. Weil das ist ja jetzt, abgesehen vom Anfang, eher eine Talfahrt hier. Also, stellenweise sieht es einfach schön aus hier. 60. Rechts habe ich gesagt, ne? Ja. So, dann kannst du mal ein bisschen weniger machen.
Beziehungsweise vielleicht sogar mal ganz aus. Ah, du gehst sogar nach rechts. Geil! Ja, bis was, damit wir nicht so bummeln, gehen wir mal ein bisschen Schmackes. Wo müssten eigentlich unsere Wagen hin? Die müssen nach B3I. B3I ist... Ah, ich hab's eh gerade offen. Stahlwerk. Überblick. A, B. Südwesten, Nordosten. B3I, das ist... Dann das zweite rechts. Ja. Das habe ich nicht aufgepasst. Was ist da geradeaus drüber? Da können wir 60 fahren. Gib mal Schmackes. Ich denke, mit der Power, die wir haben, können wir auch mal ein bisschen schneller fahren. Ja, fahre ich richtig? Ja, ich fahre richtig. Geil. Ja, doch, cooles Feature. Ja, dann glaube ich, stehen jetzt eigentlich nur noch zwei Lokomotiven, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Die ganz große Diesel und die große Dampflok. Und was jetzt heute mit einem Update mit rausgekommen ist, und zwar gibt es jetzt auch eine B-Unit, die man an die mehrsystemfähigen Dieselloks dranhängen kann. Das wird noch ein Ding. Einmal da extra Power. Na komm, mehr Schmackes. Möchte mir auf die 60 hinkommen. Aber wenn sie jetzt hier schon ein bisschen arbeiten mit 60, das sind 1000 Tonnen, vielleicht probieren wir mal 1500, 1600. Tut mir noch ein bisschen schwer mit der zum Einschätzen. Ja, ich weiß, die ist ein bisschen warm. Ach nee, warte mal, wir kommen ja von der Seite, das heißt... Dritte von links. Ah, zweite von links, so. Sitzig. Das ist jetzt erstmal Außenansicht. Oh, nice. Einmal ja, schön ein Foto gemacht. Hältst du dich so weit bei der Temperatur? Ja, ich glaube, es wird ein bisschen wärmer. Schaut mal meins Retour. Bist du jetzt auch zurück? Oh ja, sogar recht schnell. 100. So weit geht unser Tacho nicht mal. Komm, ich gebe jetzt meine Spuren. Volle Leistung. Ja, sie kommen, aber das können wir nicht mehr lange machen. Hin. Jetzt sind wir gleich bei 70. Ja. Das war es auch schon mit der Rennstrecke. Einmal 90 und dann wird vermutlich auch wieder 70 kommen. Irgendwie sowas, glaube ich. Ja, 70. Gut. Leistung dann mal hier drin. Ah ja, genau. Da die letzte Steigung. Und dann haben wir es dann auch schon geschafft. Naja, spaßige Look. Ah,
Ja, cool. Ah ja, was wir dann noch machen werden, ist manuelle Wartung bei den beiden. Wenn wir die nächste Fahrt wieder... Ah, wobei, Kraftstoff. Wir haben eigentlich nicht wirklich was verbraucht. Ja, nee, ich glaube, da fahren wir nochmal eine Tour, bevor wir da die manuelle Wartung machen. Sortiert sich einfach nicht. Ah, bin gut drin. 60. Ja, beziehungsweise wir können jetzt eh mal ein bisschen langsamer werden, weil jetzt hier gleich die Einfahrt kommt. Dann machen wir die Schwerkraft für uns arbeiten. So, du bist geradeaus. Da hinten mischen wir dann links. Oh, wenn ich es erwisch. Hallo? Komm. Ja, komm. Nein. Jetzt. Und. Hä? Steht ja sogar schon richtig. Ja, geil. Dann nochmal double checken, wir haben B3i. Ja doch, das steht richtig. Geil! Ja, bin ich vermutlich mit einer der letzten Aufträge genau auf das Gleis reingefahren. Deswegen passt es. Liebe Leute, wir haben es geschafft, ohne dass dabei irgendwas Schlimmes passiert ist. Nicht so wie beim letzten Mal. Gut, wir sind nicht entgleist, aber... Ich hab vielleicht die Wagen ein bisschen kaputt gemacht. Na, wobei, kann ja den hier machen. Plus das. Ja, ein bisschen bremsen hier. Ja, komm. Bleibt hier stehen. Ich mach mal aus. Jetzt sind wir noch gerade ein bisschen zu weit. Wobei. Ja, ein bisschen verbremst. Wir fahren da noch mal ein bisschen zurück. Nein, das wollte ich nicht. Einmal hier zurück. Dankeschön. Bremsen sind gelöst. Und einmal drücken bitte. Nice. Okay, so bleiben wir stehen. Dankeschön. Oh, das sieht auch noch einen schweren Kandidaten aus. Ich glaube, da schauen wir uns mal an, wo der hier hingeht. Und wie schwer der ist. Aber zuallererst machen wir hier mal kurz zu. Södli. Dann hätten wir... Was machst du? Was machst du? Machst du die Klappen auf? Ist mir gerade erst jetzt aufgefallen. So, Handbremse. Handbremse, Hand. Ach, ist ja egal, bei welchen ich das mache. Und die Lampe werde ich mir nochmal holen. Nicht, dass die einfach verschwindet mit dem Zug. Dankeschön. Auftrag. Södli. Ich hätte da was. Einmal eine Hauslieferung. Nice. 40.000. Boah, oh, was? Ich habe noch mal 20.000 für Zeitbonus ge... Ah, 160. I am rich. Nice. Geil. Wie viel Geld habe ich jetzt? Portemonnaie. Geil. 66.000. Kann ich mir schon das nächste kaufen? Lizenzen. Die D6 braucht es noch echt viel. Aber... Ich kann mal die große Dampflok holen. Ah. Die Fahrgut wäre auch noch was.
Große Dampflok oder Gefahrengut? Ich glaube, so wie ich drauf bin, mach mal Gefahrengut. Gebühren nicht beglichen. Ach man. So. Ja, so viel zum Geld. Bitte. Ja. 9000. Einmal rein. Ja, ja. 10.000. Okay, hätten wir das mal schnell gemacht. 45.000. Und die alle Lizenz, das war jetzt. Lass mal kurz gucken. 40.000. Okay, nö. Kaufe ich mir erstmal nicht. Dann machen wir noch eine Fahrt und dann kaufen wir was Neues. So, ich wollte jetzt nochmal nachsehen. Stahl, Schienen, Hafen und Stadt, 798 Tonnen. 627 Tonnen. Was ist denn das Schwerste hier momentan? Oh. Hafen und Stadt, 1032 Tonnen. Achso, warte mal, das ist Rangieren. Das ist der Zug von uns jetzt. Ja, ich glaube, ich gehe mal woanders hin, dass wir hier mal ein bisschen eine Bergstrecke haben, weil Hafen und Stadt ist ja ein bisschen abschüssig ja die ganze Zeit. Umgekehrt wird es nach oben gehen. Mal gucken. Aber das war eine sehr entspannte Fahrt. Macht Spaß mit der. Mit der dynamischen Bremse muss ich ein bisschen spielen. Aber sie hat zumindest im langsamen Bereich eigentlich ganz gut geholfen. Spaßig, spaßig, spaßig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist mal ein bisschen kürzer gewesen und tatsächlich mal eine fast perfekte Fahrt. Hätten den Bremsen ein bisschen sauber arbeiten können, aber ansonsten hätte schlimmer sein können. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.